Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Satisfactory. Das ist die erste Folge nach dem Stream. Wir waren mal wieder fleißig, natürlich. Man sieht es auch da oben schon. Da geht auch schon Strom rüber. Um es kurz zu machen. Wir sind im Stream schon bis hinten rangelangt. Ja? Wir haben uns dann runtergebaut. Und das war's dann erstmal. Viel mehr konnten wir nicht machen. Strom können wir da hinten noch nicht generieren, weil dazu fehlt uns noch ein Gerät, das zeige ich mal ganz schnell. Und zwar hier, wenn wir das hier, diese erweiterte Energieinfrastruktur, dann gibt es erst den Brennstoffgenerator. Consumes fuel to generate electricity. Ja, und nebenbei gibt es dann auch Förderband Mod 4 und ein Conveyor Lift MK4. Ich meine, ziemlich fett. Dafür brauchen wir 75 Computer, was gar nicht einfach ist, denn dafür brauchen wir Plastik. Und dazu müssen wir erstmal das Öl abbauen, fördern. Naja. Und natürlich diese 75 schwere modularen Rahmen, die wirklich ein Pain in the Ass sind. Ich sag's ja, ne? Übel, übel. Also es muss automatisiert werden. Im Stream kamen wir dann gar nicht mehr so weit. Aber wozu wir noch kamen? Ich hatte ja Strom darüber gelegt, ne? Und da hinten liegt ja ein Wrack. Und da sind wir mal runter und da gab's dann diese Festplatte. Und jetzt schauen wir mal, ob sie schon so weit ist. Es verbleiben noch 3 Minuten und 28. Okay, alles klar. Schade, schade. Gucken wir gleich, wenn wir dazu kommen. Schauen wir mal. Okay, also ich zeige jetzt erstmal, was wir im Stream noch so gemacht haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es jetzt alles genau war. Wir fahren jetzt einfach ein bisschen hier oben ab und gucken mal. Der Stream ist jetzt ein paar Tage her. Ich kam zwischenzeitlich nicht mehr dazu, noch ein bisschen Satisfactory zu spielen. Jetzt erst. Deswegen weiß ich es nicht mehr genau, was wir jetzt an dem Stream-Dienstag da gemacht haben. By the way, wenn diese Folge hier kommt, dann, das ist Montag, morgen ist der nächste Stream. Schon wieder. Der nächste Stream. Und da geht's nochmal richtig zur Sache. Dann bauen wir hier nämlich das neue Energienetzwerk dort hinten auf, ja, mit dem ganzen Öl. Das ist der Plan. So, jetzt sehen wir hier erstmal, das ist neu, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Richtig schön so eine Seite schon mit diesem Gang gebaut. Strom läuft drüber, läuft aber bis innen, fahren wir gleich mal hin. Ich weiß nicht, was hier jetzt neu ist. War da hinten noch irgendwas Neues? Ach, gucken wir mal schnell. Bin mir nicht ganz sicher. Macht ja auch Spaß, hier entlang zu fahren. Übrigens, das ist nur 3 breit, fällt mir gerade auf. Das ist nur 3 breit. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, machen wir. Machen wir 4 breit. So soll es ja auch sein. Da vorne angesetzt oder dort? Ach komm, wir sitzen hier an. Passt schon, ne? So. Man wird immer mutiger. Je länger oder, ja, je öfter man hier diese Platten so setzt. Klick, 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 klick. Ob es geklappt hat, sehen wir beim Anschluss. Ah, hier vorne nicht. Also man sollte nicht direkt rüberlaufen, das ist vielleicht ein bisschen riskant. So. Und reicht das jetzt bis drüben? Nee, reicht nicht, aber bis hier so. So, eins ist nach unten. Ich hoffe, das hier in der Lücke. Ja, zumindest ist das falsch. Das ganz da unten ist der Weg. Den sollten wir nicht wegmachen. So und so. Okay. Und jetzt noch den Rest. Und dann haben wir eine ordentliche Straße. Und jetzt steht auch das Ding hier direkt an der Kante der Straße. Auch nicht schlecht, ne? Gut. Huch. Ja, so eine Viererbreite sollte eine Straße schon haben. Sonst ist das arg schmal. So, ich glaube, das hier war alles Streamarbeit hier vorne. Das hier. Also, hier vorne haben wir so eine Straße aufgebaut. Ich sehe, hier vorne sind die Eisenstangen und wir machen daraus Schrauben, genau. Das ist die große Schraubenproduktion an dieser Stelle. Und das Tolle ist, es funktioniert ziemlich gut. Ich zeige das mal ganz kurz. Oh, wir könnten eigentlich hier hochhuppen und von hier oben mal gucken.
Also, wenn man sich das mal anschaut, ne, die Förderbänder stehen selten still. Da vorne geht das so durch. Ich glaube, weil das hier voll ist. Ja, und das da drüben glaube ich nicht. Da hatte ich irgendwas rausgenommen oder so. Also es läuft relativ flüssig, ne? Also lange bleibt es nicht stehen, es gibt keine großen Wartezeiten. Es läuft dann hier wieder alles zusammen in diesen Container und der jagt den ganzen Driss einfach darunter zur Weiterverarbeitung. Das schauen wir uns gleich auch mal an. So, hier der Container ist, wie gesagt, immer voll. Bleibt es halt auch. Er hier füllt sich nicht. Ich glaube, er bleibt aber auf dem Level, ne? Und da zeigt sich dann, dass es eigentlich perfekt läuft. Die ganze Produktion läuft so gut, dass dieser Stand hier in diesem Container einfach konstant bleibt. Das ist schon ziemlich gut. Ja, und das Ganze läuft dann so. Wir haben also drei Produktionen von diesen Eisenstangen. Drei unabhängige Produktionen. Ne? Ich meine, das hatten wir ja, ich glaube, auch auf YouTube in den Folgen haben wir das gemacht. Oder im Stream, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich es in den Folgen gezeigt. So, hier kommt also jetzt die Stangen an. Diese Stangen, jedes hat sein eigenes, also jeden Ausgang hat sein eigenes System. Die Stangen werden also erstmal in drei gesplittet. Auf drei Förderbänder aufgeteilt. Und dann gibt es hier jeweils einen Konstruktor, der aus den Stangen einfach Schrauben macht. So, und that's it. Dieses Förderband ist ein normales, klar. Und das hier könnte man zu MK3 machen von der Geschwindigkeit. Aber so schnell brauchen wir sie da hinten nicht, weil diese Konstruktoren natürlich ein bisschen länger brauchen. Aber theoretisch könnte man da ein MK3 machen und das würde dann aufgesplittet in 3x MK1. Ne? Hier darf auf keinen Fall ein größeres Förderband drin sein. So, das Ganze kommt hinten raus. Es funktioniert ziemlich gut. Was sind das für Förderbänder? Habe ich, glaube ich, auch einfach nur normale genommen, ne? Und hier haben wir jetzt ein MK3-Förderband, das die Schrauben nur so wegjagt. Und zwar in einem Strang durch. Hier bleibt auch gar nichts übrig. Das läuft hier einfach so eins zu eins durch. Es sammelt sich also gar nichts an. Das liegt daran, weil wir hinten ganz ordentlich verbrauchen. Das gucken wir uns jetzt auch mal ganz schnell an. So, die Strecke wird jetzt ein bisschen kritischer, weil ziemlich schmal. Aber es geht doch. Alles gut. So. So, ein bisschen Mut. Direkt schon mal gewendet. Okay. Also. Die Schrauben kommen ja an. Ebenso, huch, ebenso diese Platten von der anderen Seite. Denn auf der anderen Seite ist die Produktion, also ist ja die normale Produktion, die wir auch kennen von den Platten, ne? So, brauche ja nicht nochmal extra zeigen. Und die hole ich aber jetzt, die greife ich ab und liefere die Platten hier hin. So, und die werden hier jetzt schön drauf verteilt auf diese Manufaktoren. Eisenplatte und Schrauben ergibt dann verstärkte Eisenplatten. Und die brauchen wir eigentlich ständig. Und die werden hier hergestellt. Mit dieser Aufteilung klappt das ganz gut. Das Band liefert diese Platten. Ich weiß nicht, wie viele Produktionsketten hier hingeliefert werden. Ich glaube, wir mergen hinten. Wir haben drei Stück und alle drei kommen hier runter. Also alle Platten, die hinten produziert werden, kommen hier an. Deswegen stauen die sich auch so ein bisschen. Bei den Schrauben sieht man, da staut sich nichts. Die kommen hier mit einem Affentempo an und es passt perfekt. Ne? Also hier sind wieder 24 parat. Wenn das fertig ist, bis das jetzt durch ist, sind hier wieder 24. Wieso produziert das gerade nicht? Jetzt fängt es erst an. Wieso fängt es jetzt erst an? Das wundert mich ein bisschen, oder? Achten wir nochmal drauf. Und jetzt braucht's. Jetzt macht's nichts. Warum? Es hat doch alles. Oder hat es sich nicht gerade die Schrauben genommen? Nee, hat's nicht, ne? Moment. Nimmt sich erst die Schrauben, wenn das Ding hier voll ist. Und jetzt nimmt sich die 24 und würde erst anfangen, wenn die nächsten 24 drin sind. Ist das das Konzept?
Aber jetzt würde es durcharbeiten, ne? Jetzt kommen auch keine neuen rein. Das ist vielleicht ein bisschen unklug. Okay, jetzt arbeitet es aber durch. Naja, gut, okay. Muss man vielleicht dafür sorgen, dass die Schrauben hier einmalig komplett aufgefüllt sind? Oder zumindest mal so voll, dass es weiterläuft. Aber ich glaube, dann kommen vielleicht doch zu wenig Schrauben an. Das könnte sein. So ganz minimal zu wenig Schrauben, weil die sind alle runter. Ich glaube, das waren mal mehr hier. Nun gut, okay, lassen wir das mal. Vielleicht können wir dann irgendwann dieses Förderband austauschen und hinten den Abtransport der Schrauben ein bisschen beschleunigen, wenn wir das MK4-Förderband haben. Ja, dann läuft das hier ein bisschen schneller. Nun gut, nichtsdestotrotz, die Ausbeute ist gar nicht so schlecht, sagte er. Geht das hier? Achso, geht hier raus. Okay, alles klar. Hier sammeln wir den ganzen Kram. So, das ist die Ausbeute. Das ist okay, ne? Das ist okay. Das produziert sich ziemlich schnell. 86 und dann... Ne? Das nächste? 87? Hängt's gerade ein bisschen irgendwo oder... Oh, what? Da kommt wieder eins an, dort. Also... Ich hatte das Gefühl, dass es nicht viel langsamer ist, als wenn man es von Hand herstellt. Ja, von Hand dauert es ja auch immer ein kleines bisschen. Jetzt läuft es gerade ein bisschen besser. Naja, auf jeden Fall ist das so, als würde jemand stehen, würde die ganze Zeit das Ding von Hand craften, das Zeug. Und das merkt man einfach. Na, da kommt einiges zusammen. Und auch hier im Inventar sind schon so ein paar verstärkte Eisenplatten. Also, es läuft. Ja? Könnte aber noch optimiert werden. Da werden wir dann mal schauen. Irgendwann mit neuen Förderbändern und so weiter. Ja, also verstärkte Eisenplatten sind nicht mehr das Problem. Davon haben wir jetzt. Und Schrauben natürlich. Ich hole gleich hier vorne noch ein paar Schrauben mit. Oh Gott. Ah, die Lecks sind ein bisschen das Problem. Für gewöhnlich hätte ich kein Problem hier mit dem Lenken, aber wenn es so leckt, ist es schon arg gruselig. Und das meinte ich mit dem Optimieren. Wir könnten hier zum Beispiel viel größere Förderbänder, also so ein MK2, vielleicht sogar 3 hinpacken, dass es noch schneller runterrauscht. Und dann sammelt es sich dort eher noch ein bisschen an. Und dann könnte man da noch ein großes setzen. Das könnte eventuell noch funktionieren, wenn wir hier unten die Produktion noch ein wenig optimieren durch die höhere Traktfrequenz. Dann kommen die Schrauben hier etwas schneller durch. Und das könnte man dann so anpassen, dass dann mehr Schrauben durchjagen, und wir hier durch ein höheres Förderband dann auch mehr Schrauben rüberkriegen. Das wäre dann hier nochmal die Optimierung. Habe ich jetzt Schrauben mitgenommen? Habe ich nicht, ne? Nee, wollte ich aber. So, Inventar ist fast voll. Lassen wir einen Platz frei. So, Waffe und Co. habe ich weggelegt, weil brauchen wir beim Bauen ja nicht. So. Und jetzt fahren wir mal hinten zum Öl, zur Ölquelle und schauen uns das mal an. Haben wir ja leider nicht mehr geschafft im Stream. Da noch ein bisschen mehr hinzubauen. Es hat nämlich Ewigkeiten gedauert, sich da runter zu fummeln. Aber das seht ihr ja gleich. Ah, die Strecke ist so toll. Ja, da unten sind ja noch Fracks, ne? Also ich glaube, eins war da mindestens noch irgendwo. Ich will jetzt nicht zu mutig... runtergucken. Oh Gott. Also da links sehen wir noch einen Frack. Da ist auch eine Schnecke. Da könnten wir noch hin. Uns die nächste Festplatte holen. Boah. Es ruckelt. Also es laggt. Ruckeln tut's nicht, es laggt halt. So, Dele. Bis hierhin geht's. Hier haben wir uns dann die Festplatte geholt. Hier war ja irgendwo noch so ein Vieh gewesen. Aber ist weg. Einfach weg. Ja, das Ding ist also jetzt gelootet.
Und wenn wir da vorne gucken, da geht's runter. Also das war echt ein ganz schön weiter Weg. Und man könnte ihn theoretisch auch mit dem Auto schon runterfahren. Aber das ist mir hier alles noch ein bisschen zu schmal. Da müssen wir im Stream noch ein wenig nacharbeiten. Und das, dann können wir auch mit dem Wagen hin. Aber jetzt hier eine Aufnahme ist vielleicht auch ein bisschen viel, ne? Die Strecke hier noch zu bauen. Dann sehen wir nichts mehr von den Ölquellen. So. Here we go. Hier geht's irgendwo runter hier vorne. Ja. Wenn man vorher nicht drauf geachtet hat, ist es ein bisschen wie russisch Roulette, ne? Okay. Ich glaube hier, ja. Und was auch immer das jetzt gerade für ein Rauschen war. Ob es das Meer war oder... oder einfach ein Wind da oben. So, wir sind hier. Wenn hier jetzt irgendein Monster warten sollte, wir haben keine Waffe dabei, um uns zu verteidigen. Aber hier unten sind wir auch im Stream schon so ein bisschen rumgelaufen. Also, wir haben jetzt keine Viecher hier unten entdeckt, aber das kann sich ja jederzeit ändern. Oh, macht das Sinn? Inventar? Ich würde sagen, nein. Lassen wir's. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was wir dafür brauchten, ne? Ob wir das jetzt direkt... So, das hier ist eine Ölpfütze. Das hier ist Öl. Rohöl kann nicht aufgehoben werden. Und es ist rein. Reinstes Öl. Schön nach oben gelegen. Und das brauchen wir jetzt ganz dringend. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt dafür bauen müssen. Oder was wir dafür brauchen. Ölraffinerie, ja, die müssen wir bauen. Oh, braucht Schwere. Ich glaube, wir haben, ja, 37, oh, 4 Stück. 4 von den schweren modularen Rahmen. Nein. Das ist so teuer. Okay. Stahlrohre und Kabel haben wir und die Motoren haben wir auch. Können wir bauen. So, also. Ölraffinerie, wir können es ganz frei platzieren. Es ist völlig egal. Das ist ja witzig. So, und rauskommen soll das Ganze dann... Ich glaube, hier so in meine Richtung gerade, ne? Oder in die andere. Machen wir in die andere. Also, hier geht's irgendwo rein und wieder raus. Wieso geht's denn da rein? Was braucht denn die Ölraffinerie für einen Input? Die können wir übrigens überall hinbauen. Ich glaube, ich lese lieber mal, was das Ding eigentlich macht, ne? Ich lese mal schnell. So. Can be automated by feeding parts into it with a conveyor belt connected to the input. The produced parts can be automatically extracted by connecting a conveyor belt. Crafts crude oil into other parts. Oh. Oh, nee, Quatsch. Wir brauchen keine Ölraffinerie, wir brauchen eine Ölpumpe. Die direkt daneben liegt, weil das ist ja die Kategorie Ölproduktion und das ist... Na gut. Okay, das Ding braucht... 5. Verdammt. Es braucht 5. Bad News, huh? Bad News. Naja, immerhin. Okay, so. Aber das Ding, das neckt hier richtig schön satt an. Okay, nehmen wir das so. Und es pumpt dann die Höhe. Na, können wir das lieber so haben. So. Das ist gut. Dann bitte. Ich glaube, das Ding braucht Strom, ne? Haben wir noch gar nicht hier runter verlegt. Soweit kann man noch gar nicht. No Power, Rohöl, 240 pro Minute. Ob das viel ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, aber das Ding haben wir schon mal gebaut. Wir gucken mal, wo sind die anderen Quellen noch schnell. Vorne direkt und da. Oh. Also die eine ist die hier, ne? Und dann haben wir da vorne noch 100 Meter und... 227 Meter da vorne. So, vorsichtig. Nicht, dass hier irgendein Vieh wartet.
Wie gesagt, viel wehren können wir uns ja gerade nicht. Sieht gut aus. Die Viecher haben wohl keinen Bock auf Öl. Dafür wir umso mehr. Ölpumpe? Wohin? Ich würde auch sagen, nochmal in die Richtung oder nee, in die andere. Jetzt hier in unsere. So. Boing. Haben wir es gebaut. So, wir brauchen jetzt Strom hierhin. Und wir müssen es ein bisschen überbauen. Wobei, kann ich es direkt... Versuch mal was. Geht das so? Logistik. Conveyor Belt, Conveyor Lift, MK3. Wo war hier der Ausgang? Hier vorne, ne? Ja. Okay, das geht schon mal. Ist so richtig? Nee, wir wollen es ja in die Richtung. Das heißt erstmal so, dann nochmal in die andere und dann wieder zurück. Okay. So, und der letzte Schritt, den müssen wir von oben machen. Es hörte sich irgendwie so an, als wäre hier irgendwas rumgehuscht. Genau, die Richtung, wo man es nachher auch wieder raus haben möchte. Aber ich wollte es doch in die andere Richtung, weil hier diese komische diese komische Leiter ist. Aber egal, wir gucken mal ja von oben. Im schlimmsten Fall kann man es einfach nochmal drehen, ne? Wenn es jetzt nicht passen sollte. So. Aber das war's schon für heute, für die Folge. Ja. Da sind sie. Die zwei Schätzchen, ja. Da haben wir schon mal unser erstes Öl, die ersten beiden. Ja, ich werde jetzt mal zusehen, dass ich irgendwie nach oben komme. Ja, vielleicht schon mal den Rest darüber aufbaue. So ein kleines bisschen schon mal vorbereite. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir das Ding, ob wir dann Strom hinbekommen. Das wäre mal nicht schlecht, ne? Und das erste Öl mal fördern. Und dann können wir vielleicht sogar schon Plastik machen. Und das wäre der erste Schritt für oben rechts, ganz oben rechts, diese 75 Computer. Mann, oh Mann, ohne das Plastikzeug hier kriegen wir das nicht hin, ne? Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ihr mögt, dann bis dahin. Macht's gut, ciao, ciao.